Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute, obwohl die Bücher im Hintergrund sind, hat das Video nicht viel oder gar nichts mit Büchern zu tun. Ich denke mal, ihr werdet es schon in der Überschrift gesehen haben oder in der Überschrift des Videos quasi, dass ich euch heute ein paar Klamotten, also Anziehsachen zeigen werde. Das heißt, es wird mehr so in die Richtung Fashion gehen. Es ist jetzt nur mal so ein kleiner Versuch, denn ich habe in letzter Zeit einiges eingekauft an neuen Sachen, die jetzt auch reduziert sind, und auch ein Paket von Zara, das mich gestern erreicht hat, würde ich euch gern zeigen. Euch natürlich auch die Sachen angezogen zeigen und mal sehen, wie da eure Reaktion so ist, was ich vielleicht behalte, wo ich bei ein paar Sachen noch ein bisschen unsicher bin. Und ja, eigentlich wollte ich mal das so ein bisschen ausprobieren, wie euch das auch so gefällt, wie das mir gefällt. Denn ja, ich dachte, ich zeige euch einfach mal so ein paar Anziehsachen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Die sind von Zara, Mango, H&M und ein Teil ist, glaube ich, auch von C&A. Und ja, ich zeige es euch einmal so hier jetzt, wie sie hier auf meinem Stapel liegen. Und dann auch natürlich blende ich es euch nochmal angezogen ein, dass ihr einen besseren Eindruck bekommt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem einen Teil an, was ich von C&A hier habe. Das fand ich nämlich echt mega niedlich, gerade jetzt, wenn es ein bisschen sommerlicher ist. Hier erkennt man jetzt natürlich nicht viel. Das ist eine Bluse mit so einem Off, so einem Cold Shoulder quasi, also wo die Schulter so offen ist, ja, weiß mit schwarzen Streifen, echt niedlich. Zwar ist sie ein bisschen kürzer geschnitten, was ich eigentlich so gar nicht mag, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man die auch gut gerade mit einer High-Waist-Hose oder so tragen. Ich kombiniere das am liebsten dann mit Schwarz, weil ich, ja, schwarz-weiß, das sind so meine Farben, die ich am liebsten trage, und ich finde, die gehen immer, man sieht immer ein bisschen angezogen aus. Und ich glaube, das war irgendwie 10 Euro oder 12 Euro. Also da kann man auf jeden Fall ja absolut nichts sagen. Und ja, das nächste Teil ist von Mango. Da habe ich auch mal eine Riesenbestellung gehabt. Und zwar ist das so ein ja eigentlich ganz einfaches gestreiftes T-Shirt, was ich finde, was man auch immer gebrauchen kann. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nie T-Shirts zu Hause. Ich habe irgendwie Blusen ohne Arm und ja, lange Arme, aber irgendwie nie so ein richtiges T-Shirt. Und dementsprechend musste ich mir mal ein normales T-Shirt zulegen. Und ja, Streifen mag ich generell sehr gerne. Und auch mal das mit dem Rot, was ich sonst so gar nicht trage, fand ich sehr, sehr niedlich. Und passenderweise dazu habe ich auch noch ein rotes T-Shirt gefunden. Allerdings diesmal bei Zara im Sale für 10 Euro. Und das fand ich auch echt niedlich. Quasi ein ganz normales T-Shirt und hat aber hier an den Schultern dann so eine Bestickung, die echt auch super süß gemacht ist, und sonst ist es eher so ein bisschen lockerer geschnitten. Ja, wie gesagt, für 10 Euro konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Dann als nächstes auch von Mango, ich hätte das vielleicht vorher sortieren sollen, es tut mir leid, habe ich ein T-Shirt mir gekauft und leider, da hatte ich meine Haare noch in dem lila Ton und das hat so stark ausgeblutet, meine Haare. Also wirklich nach jedem Duschen konnte ich, also war die Dusche quasi noch immer lila. Und ich habe sie bestimmt 20 Mal gewaschen. Also in der ganzen Zeit, wo ich die Haare in dem Ton hatte. Da habe ich mir nicht bei Mango dieses Shirt hier gekauft. Auch ein normales T-Shirt mit diesen kleinen Broschen, die ich super niedlich fand. Also richtig mit so kleinen Steinchen. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera überhaupt sieht, aber da sind auf jeden Fall so Flecken von meinen Haaren, als sie noch lang waren und hier dann quasi über der Brust lagen. Weil ansonsten ist das echt niedlich und man bekommt die Farbe halt einfach nicht mehr raus. Es sieht einfach echt unschön aus. Also ich sehe es auf jeden Fall, auch wenn man es jetzt in der Kamera vielleicht nicht so sieht. Sehr, sehr schade. Mal gucken, ob ich das irgendwie noch bleichen kann oder so. Ja, weil ja, das T-Shirt an sich fand ich nämlich echt super niedlich. Genauso wie die nächste Bluse, die ist auch von Mango. Ein Jeanshemd, besser gesagt keine Bluse, die mir auch super gut gefallen hat, quasi mit diesen Patches, so Kolibris mäßig, so ein Ärmel, der auf 3/4 hochgekrempelt ist, und sonst, ja, ganz normales Jeanshemd halt, hat mir mega gut gefallen und gerade in Kombination mit so einer High-Waist-Jeans, auch in dem gleichen Ton quasi, die ich mir auch bei Mango gekauft habe, die hat mir in Kombination einfach super gut gefallen, obwohl ich sonst nicht so der High-Waist-Typ bin. Aber das, ja, hat mir einfach super gut gefallen. Das ist so eine ganz einfache, normale, so ein bisschen 7/8 Hose. Also sonst sehr, sehr eng geschnitten, aber eben High-Waist. Und gerade in Kombination damit fand ich das echt, ja, sehr, sehr cool. Ich habe die bis dahin auch, glaube ich, nur tatsächlich in dieser Kombination getragen. Dann auch noch von Mango, wo ich eigentlich zuerst, als es ankam, dachte,
sieht vielleicht ein bisschen kellnermäßig aus, aber meine Mama hat mich überzeugt, dass ich es mir doch oder dass ich es doch kaufe. Und zwar ist das diese Bluse relativ lang, also so oversized, weißes Hemd, und da sind kleine Hummer drauf. Und ja, generell, die ist halt vom Stoff her so eine richtig festere Baumwolle. Dementsprechend steht die so ein bisschen, aber irgendwie, so gerade wenn die Ärmel hochgekrempelt sind und mit einer schwarzen Hose drunter, finde ich das echt mega. Also ich habe mich echt super dran gewöhnt, dann mit Chucks noch an, mit weißen. Ja, also gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Die ist, glaube ich, jetzt sogar auch im Sale. Also alles von Mango jetzt, die letzten Sachen. Ich versuche euch auch alles in der Infobox zu verlinken, was ich finde. Dann könnt ihr da nochmal natürlich auch vorbeischauen. Und ja, das waren jetzt die Sachen von Mango. Jetzt kommen noch ein paar Sachen, die ich schon vorher von Zara hatte. Ein Teil, der jetzt auch im Sale ist, den ich auch mega gern mag, auch wenn die Qualität jetzt nicht so mega ist. Ich meine, ich glaube, er hat original 13 Euro gekostet. Ja, das ist so ein ganz einfacher Pulli, ganz locker geschnitten. Der sieht echt hier riesig aus. Aber der halt so ein bisschen lockerer geschnitten ist. Schön für zu Hause, so kuschelig. Oder für die Uni, wenn es mal kalt ist. Dementsprechend, da habe ich ihn auch sehr, sehr viel getragen. Und ja, sehr, sehr kuschelig. Hat mir sehr, sehr, also für den Preis, ich glaube, der kostet ja 10 Euro, kann man da eigentlich echt nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch bei Zara geholt eine Bluse, die ich auch super süß fand. Und zwar ist das diese hier. Hat vorne V-Ausschnitt und solche, ja, wie auch immer man das nennt, Rüschenärmel quasi. Also die ist auch super süß hinten, auch mit so einem Ausschnitt aus so einer Art Leinenbaumwolle. Also wirklich auch super angenehm zum Tragen, auch jetzt zu den Temperaturen. Echt sehr, 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 sehr schön. Das war jetzt auch von Zara. Und bei Zara habe ich auch eine echt super angenehme schwarze Hose gefunden. Ich habe überall so eine richtig rein schwarze Hose gesucht. Kann man immer gebrauchen, wie gesagt, weil ich schwarz halt eigentlich immer trage. Und ja, meine absolute Lieblingshose, die hätte ich auch gerne mal in einem Jeans-Ton, aber die gibt es dann leider nicht, so wie ich gesehen habe. Weil die ist echt super leicht und stretchig und ja, super bequem zum Tragen. Und jetzt habe ich quasi noch zwei Sachen von H&M, bevor wir zu meiner neuen Zara-Bestellung kommen. Bei H&M habe ich mir auch einfach nochmal so eine Kurzarmbluse mitgenommen. Die finde ich echt ganz schön, ist schön locker leicht für den Sommer. Ist zwar Polyester, aber trotzdem schön luftig. Also die kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Und passenderweise dazu hatte ich mir noch diese High-Waist-Shorts in so einem Khaki-Ton mitgenommen. Auch gerade zusammen finde ich das echt schön. Obwohl ich sagen muss, ich hatte es nicht anprobiert, habe es einfach so mitgenommen. Und als ich es dann zu Hause angezogen habe und den Tag über anhatte, hat es sich doch leicht hochgezogen, die Hose. Also sie ist sehr, sehr knapp geschnitten. Vielleicht eher was für den Urlaub als für die Uni oder für die Arbeit. Für die Arbeit sowieso nicht, aber für die Uni. Aber sonst auch sehr bequem und super schön zu tragen. Jetzt kommen wir zu meinem Zara-Paket. Ich glaube, ihr seht es eh nicht, wenn ich es aufmache. Dementsprechend machen wir das mal so seitwärts. Ja, das Erste, was mir hier entgegenspringt, ist ein Pullover. Also ich habe es schon mal alles einmal ausgepackt gehabt. Ja, das ist so ein schwarzer Pullover, schwarz, vor allem dunkelgrau, der vorne kürzer ist als hinten und hinten hat er quasi so, ja, so Öffnungen, also er ist nur so gebunden. Ich zeige euch das jetzt natürlich angezogen. Fand ich an sich ganz cool. Ich hatte nicht gesehen, dass er oben diese Löcher hat. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so tragen würde. Ich weiß, dass die Frau das im Internet, also das Model, hatte das mit einer weißen Bluse drunter. Aber dass ich das dann quasi nur so trage, ob sich das dafür lohnt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall war der mit in der Bestellung. Und dann muss ich das hier mal gerade umdrehen. War noch ein Kleid mit dabei, wo ich gar nicht mehr wusste, dass ich mir ein Kleid bestellt hatte. Ich werde euch das jetzt hier sowieso nicht richtig zeigen können. Das hat einmal das Muster und hat nur an einer Seite so einen langen Arm und die andere Seite ist quasi so ein Off-Shoulder. Finde ich ansonsten sehr schön, nur leider finde ich unten den Saum wirklich hässlich. Ich finde, der tut nichts für einen, der sieht eher so ein bisschen altbacken aus. Also das fand ich ein bisschen schade, hatte ich nicht mehr so im Kopf, obwohl es auf dem Bild natürlich auch so ist. Aber man kann sich ja auch mal täuschen. Dann das nächste ist ein Kleid, was ich auch super süß finde, also beziehungsweise es ist ein Overall. Allerdings weiß ich noch nicht so genau, ob er mir nicht zu kurz ist, weil die Farbe ist auf jeden Fall ein Knaller. Wirkt jetzt hier sogar noch kräftiger, hat allerdings lange Ärmel, die mir eher so ein bisschen 7/8 sind, und fällt halt wirklich sehr gerade. Ich zeige euch das, wie gesagt, ja gleich eh angezogen.
Weil sonst finde ich den echt sehr, sehr niedlich, auch hinten mit dem Ausschnitt wieder. Aber sobald man sich da einmal streckt, hängt halt der halbe Poppes hinten raus. Muss man mögen, so für den Urlaub finde ich das halt eigentlich ganz cool. Ich glaube, das kostet jetzt 12 Euro. Also die Preise sind echt unschlagbar. Dementsprechend, ja, mal schauen, ob ich das behalte oder nicht. Ja, weil sonst finde ich das eigentlich ganz niedlich. Und das gleiche gilt auch für das nächste Teil. Ich muss es mal gerade einmal umkrempeln. Denn den hatte ich auch schon an und das ist wirklich eine Tortur. Denn es ist ein Body. Ich hatte noch nie einen Body und wusste nicht, dass das so unbequem ist. Und zwar, ja, dieses wunderschöne Oberteil in Schwarz mit so Glockenärmeln quasi. Und dann hängt hier unten dieses Teil dran, was wirklich hier hinten recht dick ist und dann wirklich durch die Hose so ein bisschen durchscheint und sich abdrückt. Und das ist so überhaupt nicht meins. Also das ist so das No-Go für mich, was ich absolut nicht leiden kann, wenn sich die Unterhose durchdrückt und dann auch gerade in dem Schwarz, weil sonst finde ich den wirklich wunderschön. Naja, also da abschneiden kann man das wahrscheinlich auch nicht. Der kostet halt irgendwie nur 12 Euro. Dementsprechend war ich da echt kurz im Überlegen, aber ich denke mal, dann hält er halt nicht mehr. Und das wäre mir dann eigentlich auch zu schade. Und jetzt muss ich hier gerade wieder was umdrehen. Ich bin ja super vorbereitet. Und zwar ist das ein Oversized-Hemd in dunkelblau. Allerdings, wo sind wir denn hier? Ja, einmal hier. Allerdings bin ich mir mit dem Muster nicht so ganz sicher, weil ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ja, ist jetzt nicht ganz so meins. Ich finde, das fällt halt recht süß, aber mehr irgendwie auch nicht. Dann noch eine Hose, die im Internet sehr, sehr weiß aussah. Hier in der Kamera jetzt auch, aber sie ist tatsächlich mehr so ein Schweinchenrosa. Und da weiß ich nicht genau, ob das so was für mich ist, ob mir das steht. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Oh mein Gott, ich liebe es. Also das behalte ich auf jeden Fall, denn vielleicht, wie ihr wisst, ich liebe Tiere sowieso und dann liebe ich auch noch Tierprints. Jetzt nicht so einen richtigen Animal Print, sondern halt so ein Print, wo Tiere drauf sind, so wie bei dieser Bluse hier. So eine richtige Oversize-Bluse und da sind kleine Goldfische drauf. Oh mein Gott, ist die süß! Ich habe mich verliebt, als ich sie im Internet gesehen habe. Ich musste sie mitnehmen und passend dazu so ein Pulli in dem Ton darüber. Oh mein Gott, also die Kombi finde ich jetzt schon traumhaft. Ist zwar so mehr Herbst die Richtung, aber finde ich mega. Also da bin ich absolut verliebt und das werde ich auf jeden Fall behalten. Ja, sehr, sehr niedlich. Und das Hemd ist auch schon oversized. Ich habe sogar ein XS bestellt, weil es schon ausverkauft war. War aber alles in Ordnung, also passt trotzdem. Und ja, das waren die Klamotten, die ich mir jetzt gekauft habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und Spaß gemacht. Ich fand es eigentlich ganz lustig, obwohl man jetzt gar nicht so viel richtig erzählen kann wie jetzt zu einem Buch oder so. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen geholfen, dass ich die Sachen nochmal angezogen, eingeblendet habe. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendeinen Teil für euch entdeckt habt, ob ihr irgendwie einen Tipp für mich habt oder was euch sonst noch so einfällt. Ja, schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist alles unten in der Infobox auch verlinkt, was ich finden kann. Und ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal zu einem Buchvideo dann wahrscheinlich auch wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss!